Was bedeutet die Ehe, die Eheschließung, die Ehescheidung, aber auch Wiederheirat aus biblischer Sicht? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. Die Ehe ist eine Institution von Gott. Sie ordnet das Zusammenleben von Mann und Frau. Insbesondere ordnet sie die Vermehrung, die Fortpflanzung und aber auch die Fürsorge und Versorgung des Nachwuchses. Bildlich gesehen ist die Ehe ein Bild von Jesus Christus und seiner Gemeinde, der Braut Christi, die Ekklesia. Die Ehe wird immer nur zwischen einem Mann und einer Frau geschlossen, in Übereinstimmung mit dem Recht und Gesetz der Obrigkeit, in dem die beiden leben. Also in Deutschland ist es das Standesamt. Bei der standesamtlichen Eheschließung ist die Ehe vor Menschen, aber auch vor Gott und von Gott zusammengefügt, und zwar auf Lebenszeit, bis ein Ehepartner stirbt. Der noch lebende Ehepartner wäre dann aber auch wieder frei für die Wiederheirat. Die beiden Ehepartner sind zur Lebenszeit als Ehe ein Fleisch, also eine Einheit, aber nicht in alle Ewigkeit eine Einheit und auch nicht über den Tod hinaus ein Fleisch, sondern nur zur Lebenszeit. Die Ehe wird nicht durch eine private, persönliche Absprache geschlossen oder durch den Vollzug eines Geschlechtsaktes, sondern immer nur in Übereinstimmung mit dem Recht und Gesetz der Obrigkeit, also in Deutschland das Standesamt. Das war schon zur Urzeit so, auch im Alten Testament so, konnte eine Ehe nur geschlossen werden, rechtsmäßig in Übereinstimmung mit dem Gesetz, den Gepflogenheiten eines Landes, eines Volkes, einer Sippschaft und nicht irgendwie privat oder durch Vollzug eines Geschlechtsaktes. Ein Gläubiger sollte auch immer einen gläubigen Ehepartner heiraten, das ist die Ehe im Herrn. Gott legitimiert nur im Falle eines sogenannten Ehebruches die Möglichkeit einer Ehescheidung. In diesem Fall könnte der betrogene Ehepartner, wenn er keine Vergebungsbereitschaft hätte, die Ehe scheiden lassen und wäre dann aber auch wieder frei für die Wiederheirat. Wenn ein Ungläubiger sich von einem gläubigen Ehepartner scheiden lassen möchte, der gläubige Ehepartner, der sich also nach der Hochzeit bekehrt hat und der Gläubige sich nun eigenwillig und eigenmächtig von diesem gläubigen Ehepartner scheiden lassen möchte, dann wäre der gläubige Ehepartner aber auch wieder frei für die Wiederheirat. Es gibt wiedergeborene Christen, die haben sich vor ihrer Bekehrung scheiden lassen. Das war natürlich auch eine Sünde und nicht richtig, aber sie konnten es nicht besser wissen. In diesem Fall sollte der wiedergeborene Christ diese Sünde bekennen, aufrichtig bekennen, vor Gott Buße tun, diese Sache bereinigen und wäre dann aber auch wieder frei für die Wiederheirat. Insgesamt verabscheut Gott Scheidung und Trennung. Deshalb appelliert er an unsere Vergebungsbereitschaft, dass keine Ehe geschieden wird. Falls eine Ehe geschieden wird, außer aus einem anderen Grund, außer Ehebruch, dann wäre diese Ehe zwar vor den Menschen geschieden, aber nicht vor Gott. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, das Thema besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schau dir nun dieses hilfreiche Video an.